Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Arno 1404 Venedig. Und mit dabei ist wieder der Delfino. Hallo. Ja, beim letzten Mal, das war ja gestern quasi die Folge dann, habe ich ja hier bei mir ein bisschen umgebaut und angefangen und da geht's heute bei mir weiter. Und bei dir? Ja, bei mir Ressourcen ranschaffen für die Speicherstadt ist ein Plan. Und dann will ich meinen orientalischen endlich eine Moschee bauen. Das klingt nicht schlecht, ja. Genau, das heißt, da muss ich quasi auch dann noch Ressourcen ranschaffen. Gut, orientalisch bin ich ja bei mir komplett unterentwickelt, aber mein Gott. Nö, also ich habe mittlerweile die dritte Stufe quasi. Echt? Ich bin immer noch bei den ersten, bei den Nomaden. Oh. Ja. Okay, gut, dann mache ich einfach weiter. Jo. Genau. So. Also dritte Stufe heißt halt dritte quasi die Baustufe. Ich bin so, ja quasi Verbündeter des Scheichs, wie ich 200 und mehr Ansehen habe. Das ist natürlich nicht schlecht, ja. Richtig. 6 Stufen gibt es ja insgesamt. Ich bin bei der Hälfte. Wenn man sich quasi drauf konzentriert, könnte man sicher schon weiter sein. Ja, na klar. Aber das ist halt der Unterschied, ne? Ich bastel hier in meiner Hauptstadt großartig und versuche die Versorgung zum Laufen zu kriegen hier. Ja, oder zum am Laufen zu halten. Und die Nomaden, die vernachlässige ich erstmal. Also da bin ich ganz rigoros. So, was können wir denn verkaufen? Was haben wir denn alles? Werkzeuge nicht, Kohle. So, was brauchen wir jetzt? Ah, okay, ich bin jetzt bei der nächsten Baustufe. Bei der Speicherstadt. Okay, dann geht's ja dabei jetzt richtig zur Sache, wa? Ja, es ging jetzt doch schneller, als ich dachte. Was brauchen denn jetzt Steine? Und Steine produziere ich ja noch und nöcher. So, das hier kann ich verkaufen, ne? Fahre ich zum Verkaufen, fahre ich dann einfach zu dem Typen. Problem. Da ich glaube ich sogar schon indirekt, wie wenn ich es gewusst hätte, beim letzten Mal noch ausgebaut, die Steinproduktion. Okay, hier habe ich jetzt 50 Tonnen Werkzeug, das passt, dann kann ich hier direkt schön weiterbauen. Genau, und dann so, wollte ich hier mal schauen, geht das endlich? Nein, wir haben immer noch zu wenig Kanonen. Alter Verwalter. Das war, glaube ich, unklug, das so zu bauen, oder? 20. Also jetzt habe ich die Kanonen, aber jetzt fehlt mir das Holz. Das müsste jetzt eigentlich wieder steigen. Für die nächste Ausbaustufe brauche ich kein Holz mehr. Sind die Steine wichtig? Ah ja, okay, das war unklug. Fürs Mauerwerk. Deine ist ja schon fertig, oder? Deine Speicherstadt. Meine Speicherstadt, ja. Ich bin schon überlegen, ob ich eine zweite baue. Und dafür dann halt die kleinen Lagerhäuser wegreiße. Werde ob das funktioniert, dass ich dann halt... Ob ich dadurch dann halt einen kleinen... wie soll ich sagen? Einen kleinen Platzersparnis habe. Stimmt. Könnte man wirklich überlegen. So. Gut, das rennt. Dann wollte ich doch da unten. Ist der schon da? Ja. So, dann kann ich hier jetzt das wirklich komplett umbauen. Ach, da ist sowas? Nee, das geht nicht. So muss es sein. Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Oh, Delfino hat neues Land erschlossen. Euch ein wenig unter die Arme greifen. Die Weininsel oder was? Nö, die habe ich schon. Ich habe jetzt eine Insel für Ton. Ah ja. Damit ich dieses Mosaik machen kann. Diese Steine. Weil die brauche ich quasi für die Moschee. Und es gibt hier auch Zuckerrohr und Rosen. Okay. Also ich möchte jetzt auch für die anderen ein bisschen was tun. Ja. Ein bisschen hochbringen. Okay, klingt ja zumindest nach einem Plan. Ja, auf jeden Fall.
So, irgendwie passt das ja alles nicht so, wie ich mir das gedacht habe. So, ein Markthaus brauchen wir hier auf jeden Fall. Könnten wir doch hier, oder wie weit geht das? Das mache ich einfach hier direkt davor. Ja. Was habe ich denn? Ich baue jetzt hier gerade richtig viel Mist. Oh, ey. Ja, jetzt ist vorbei. Was? Ich baue hier gerade so einen Schund. Verbaut. Ja. Achso, der holt sich das selber. Jetzt muss ich hier mal umplanen. So. Dann bauen wir hier mal eine Straße. Die hier rauf und dann rauf zur Mine. Was haben wir hier? Hier mal ein Kohlevorkommen. 4, zack, zack. Da könnte ich theoretisch. Das ist relativ teuer. 1, 2, 3, 4. So, was haben wir hier noch gebraucht? Quarz und Ton, genau. Brauchen hier Ton. Muss man da irgendwas dran bauen? 4, zack. Produziert Ton, benötigt einfach nur Fruchtbarkeit. Aber ich sehe hier keine Anbauten oder so an dem Ding. Bauen wir hier eins. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Okay, das produziert wirklich einfach Ton von alleine. Muss man nichts dran bauen. Echt? Ist natürlich nicht schlecht, ja. Das heißt, dann könnte ich ja eigentlich noch eins bauen. Nö, ist relativ teuer. Gab kein Holz mehr. No Holz. So. 1, 2, 3, 4. Könnte ich doch hier den Klassiker. Jede meiner Inseln kriegt auch ein Holzding. Holzfäller. Jede deiner Inseln? Mhm. Ja. Damit die immer quasi eigenes Holz haben. Ja, brauchst du nicht handeln dann noch. Ja, braucht's öfter mal. Und dann brauche ich nämlich nur mich um Werkzeuge bzw. die Steine kümmern. So, dann hier. Hier, genau. So, gut. Zack. Sollte die ganze Produktion hier von Tierhäuten ankurbeln. Ihr müsst mir in dieser Angelegenheit zu Hause gehen. Und jetzt? Och nö, jetzt nicht. Okay, wir brauchen nur noch mehr Holz. Und das machen die dann schon. Alles so, auf dieser Welt. Das heißt, du bist hier fertig. Das heißt, du kannst da mal schauen, mal hier was tun können. Geh mal hier rauf. Und ihr? 76. Oh, yeah, endlich. So. Endlich kann mein erstes großes Kriegsschiff bauen. Echt? Ja, hat ewig gedauert bei mir. Na gut, aber lieber später als nie, ne? Das ist richtig. So. Aber mit besserer Planung wäre das sicher früher gegangen. Ja, man lernt nie aus, ja. So. So. Was machen die hier in der Speicherstadt? Das dauert lange. Ja, aber sie sind auf 100% Produktivität. Das heißt, es ist eigentlich mehr oder weniger, ist ja fast alles da, was sie brauchen. Obwohl die so viel Ton fressen, habe ich immer noch 140 auf Lager. Und die Werkzeuge halten sich auch stabil, weil jetzt regelmäßig Kohlelieferungen von den Minen kommen. Aber die Kohle, das war zeitlang schon ein Problem. Hier Eisen noch und nöcher, weil die ganzen Betriebe hatten keine Kohle. Gut, aktuell ist sie auch etwas schwach.
Aber ich habe zwei Routen, die Kohle anliefern. Okay. Also Kohlebergwerk rentiert sich schon. Na, das glaube ich, ja. So, dann haben wir hier ein bisschen umstrukturiert, dann kann ich das hier abreißen. Ich habe über Sachen gekauft bei mir. Money. So, wie geht's euch da unten? Die produzieren Holz. Genau, wie viel brauchen wir für das hier? 15. 8 Werkzeuge. Weil ich fast überlege, ob ich die nicht hier direkt baue. Genau hier, da kommen ja dann die richtigen Wohndinger. So. Und hier der Mosaikmacher. Den könnte ich mir hier problemlos leisten. Und die hätten ja auch Quarz. Ist doch besser, wenn ich den hier wo baue. Mal hier einen Quarz machen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Genau. Ein doch das Ding hier? Und gar. Sollen die mal bauen? Das Lager. Das heißt, wir brauchen eine neue Handelsroute. Von hier? Ach, das kann ich nur da noch machen. Okay. Hier. Und da nehmt sie mit den down. Den so, ist das Quarz, schon da? Den down. Den Quarz. Ach, die könnten sogar selber auch Ton anbauen. Ich hätte nicht zwangsläufig auslagern müssen. Aber. Okay, warte mal, was ist hier los? Achso, okay. Was ist hier los? Lager. Wieso? Alter, ich habe hier 580 Tonnen Holz. Holz ist bei mir maximal beladen. Aber Kutten, oha, Kutten sind bei mir so gut wie alle. Ja, ich gucke jetzt hier die anderen Hälfte an. Was brauchen so. Wir? Wo haben wir ein Problem? Beim Wein, weil den produziere ich noch nicht. Ja, den habe ich auch noch nicht. Ansonsten haben sie alles. Ja, es fehlt eigentlich sonst nichts. Außer vielleicht dort und da, dass irgendwer nicht in der Reichweite von den Supergebäude ist. Aber das ist mir egal. Ja, das ist dir egal, sagst du, ja. Ja, wenn alle so, in Reichweite okay. sind, wachsen sie noch schneller. 4000, ja. Machen wir ein Ritterturnier. Wie geht's den Herrn Medicus? Er hat hier alles soweit unter Kontrolle. Gut, Wein. Rinder wie ist bei mir Mangelware. Eine Weinproduktion. Was brauchen wir alles? Wir haben einmal das Weingut. Wir haben einmal die, was haben wir hier, die Fassküferei. Und dann wird es hier in Kälterhaus dann zusammengebaut. Die Fässer und der Wein hinein. Wie das kostet, ich sag's euch. Oh ja, die wirtschaftet 5 Weinberge. Mann. Ich habe keine Ahnung, wie groß ein Weinberg ist. Was kann ich dem Kaiser über den Auftrag vermelden? Ich bin froh, dass ihr euch. Ich muss einfach mal hier. Und das ist wirklich kein Versehen? Nö, ist kein Versehen. Weinberg.
Ich bekomme regelmäßig Waren aus dem Kaiserreich. Oh, so, so groß. Was haben wir gesagt? 5 Stück. Haben wir da unter. So, was ist denn hier los? So. Das ist heißt, maximal. Brauchen wir den Typen. Der braucht Holz und Eisen. Eisen? Ja. Ich habe keinen Platz mehr für eine Hanfproduktion. Eine Produktion, das heißt, haben die Eisen auf der Insel? Ja, die haben Sohle. Stein. Kohle. Okay, die haben hier kein Eisen. Das heißt, das Eisen müsste ich rankarren. Von woanders. Mhm. Ah, gut. Oder ich schlepp nur den Wein rüber. Und die Fässer. So. Dann mach ich. So. Hm. Es ist die Frage der Lage jetzt. So. Kann man hier was umschlichten? Gut, ich hätte hier überall noch so Platz für kleinere Dinger. Das heißt, ich könnte hier schon Wein produzieren. Mhm. Das Ding braucht ja nicht viel Platz. Die Dinger brauchen auch nicht viel Platz. So, dann bauen wir hier noch eine Plantage hin. Mhm. Und dass hier auch wirklich schön. Okay, war gut. Alles passt. So. Nächstes dann so, hier, ne? Du. Du. Achso, da kann man gar nicht mehr so viel rüberbringen. 3, 4. Rote sind doch die. Hab ich Glas? Genau, das heißt, es kommt weg. Es kommt weg. Dafür bringen wir. Okay. Mit Wein. Okay, so, zurück zur Dingsfarm. Wie sieht denn das hier? Ah, keine Rinder. Genau, der Rinderwahn. Der Rinderwahn, so war das ja. Mhm, der Rinderwahn. Ich bin voll im Rinderwahn. So, 4 war das, ne? 1, 2, 3, 4. Genau, und dann ein nach hinten. Eisen, was macht meine Eisenproduktion? 1, 2, 3, 4, ne? Genau. Die haben wieder noch immer nicht. Da fehlt es immer noch an Kohle. Wir brauchen viel mehr Kohle. 1, 2, 3, 4. Okay. Gut, das heißt, müssen wir mal warten. Wie geht's denen da unten? Die müssten doch jetzt produzieren. Also, die haben aber kein Schiff. So. Du bist hier. Was wollte ich hier machen? Wollte ich irgendwas mitnehmen? Ach, dem Arsch voll Eisen. Überproduktion. Tja, heute nicht Rinder wollte ich bauen. Rinder. Dann packen wir doch da mal. Eins. So. So. Eins, zwei, da können wir drei, eigentlich vier. Noch mehr mitnehmen. Und dann nochmal Rinder. Da. Dann fahr du mal jetzt einmal voll hier rüber. So. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Gut. Dann hätten wir das auch erledigt. So. Das ist willkommene Abwechslung. Das ist schön. Mhm. Dann kann ich hier nochmal 2 Rinderfarmen hinbauen.
eine Produktion kommt zum Erliegen. Wie schaut's aus? Denen geht so weit. Gut, nein, nicht ganz. Brot. Wir haben zu wenig Brot aktuell. Es liegt daran, dass wir keinen Weizen haben. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Nochmal, dass sie ausgenutzt also brauchen das mehr Weizen. Das könnten die ja auch machen. Wir könnten hier auch Weizen anbauen. So, das haben wir. Dann kann hier. Können auch hier. Okay. Hier oben noch was. Was ist denn hier los? Wir brauchen hier Wein. Okay. Mach mal den Wein weiter. Was brauchen wir denn? Was brauchen wir? Kriegen wir hier das Eis. Tierhäute produziere ich jetzt genug. Die produzieren Tierhäute, das heißt, die können weg. Schauen wir mal. Wir müssen das dann noch anhängen. Wir drehen das. Das haben wir letztes Mal gelernt, wie man die Feder dreht. Kostenreduzierung. Kost, genau, das habe ich dir letztes Mal gezeigt. Genau. Das erleichtert doch einiges. Oh ja, das stimmt. Wenn du es schön ausdrehen kannst. So. Und die haben 8. Das müsste noch reichen für ein, zwei Weizenfelder. Ja, Weizen braucht fast gar nichts. So, kann man das mal wegreißen? Ach, Hassan, dann kann man da ein neues hinbauen. Einen Fehler gemacht. Das sind 3 große, fette Dinger, okay. Das heißt. So, das heißt, ich kann hier jetzt die Gerberei. Ach so, Gerbereien ja, genau, können wir auch. Machen wir mal hier so ein Ding hin. Genau, dann können wir nämlich hier ein Feld und da hier eins. Und eines machen wir dahinter. Kann man dann hier oben auch noch eins machen? Schauen wir mal. Ach, ich schaff das einfach nicht allein. Bittet sie folgenden Auftrag an. Erreichen sie ein Bündnis mit allen Spielern? Ah, warum nicht? Hm? Ich soll hier irgendwie einen Auftrag machen. Okay. So. Okay. Dann Auftrag haben wir hier die gelbe Reihen. Ja. Ein Bündnis irgendwie. Was haben wir denn da? Boah, dann könnte ich das doch, dann könnte ja, ich das doch. Ich habe wieder bauen. So viel Ruhm, ich könnte mal wieder was investieren gehen. Oh, ich habe nur noch 100, nur noch 1000 Gold. Was ich kein Gold weniger? Mhm. Wie ist das passiert? Das freue mich auch gerade. Was ist denn, ja gut, weil ich die ganze Zeit bau. Und wirklich denkt. Das wollen wir nicht. Verbessert kleine und große. Erhöht das Fassungsvermögen. Schaden, okay. Erhöht das Schiffslimit ihrer Flotte. Da werden wir nochmal investieren. Was haben wir denn hier alles? Da haben wir Waren für die Stufe. Zusätzlich. Also, was haben wir hier? Papier. Achso, die habe ich noch nicht. Größe, die haben wir. Okay. Was bietet er so an? Zusätzliche Waren. Was ist hier? Vergrößert sein Schiffsding. Was haben wir denn hier noch? Okay. Machen wir noch das auch mal. So. Oder mehr Schiffe. Wie sieht das hier aus?
So, jetzt müssen wir uns die Routen nochmal anschauen. Tierpelz werden produziert und Kühe werden auch produziert und drei Fleisch. Dafür nimmt er jetzt sofort dann auch Weizen mit. Aber dann kommen wir mit einem Schiff hier nicht mehr aus auf der Route. Brauchen wir mehr Schiffe. Drei Schlachtereien. Was brauchen wir eigentlich für das Schiff? Also da fehlt mir die Schiffsbaukunst. Kriege ich die? Muss ich wahrscheinlich total gut mit dem stehen. Das kann sein, ja. Ja. Mit dem venezuelischen Typen da. Ja, es gibt ja diese Schiffe, die speziellen Handelsschiffe. Ja. Da braucht man wahrscheinlich sehr gute Beziehungen. Da steht nur venezianische Schiffsbaukunst rot. Ja. Okay. Und man braucht auch entsprechend Adelige. 950. Warte mal, wenn ich jetzt hier die Steinbude baue, kann ich wirklich nur. Gut, dann. Machen wir mal sowas. Was kostet das? 4,60. Dann machen wir mal ein großes Handelsschiff, ein normales, großes. Ach cool, das funktioniert sogar. Und schauen mal, ob das was bringt. Also von Venedig aus eins zu haben, das wäre auch mal nett. Aber ich glaube. Ihr seid der Erfüllung eurer Wünsche bereits einen Schritt näher. Eure Präferenzen sind. Oder? Na, eigentlich nicht. Ich habe 1500. Der Handel entblößt so manches. Dem scheitert es nicht, dürfen nur die Beziehungen sein, die einfach zu schlecht sind. Auf ehrliche Geschäfte. Die Ritter sind begierig, ihren Kampfesmut unter Beweis zu stellen. Ich hab doch gar keinen. Fanfaren sollen das Ereignis ankündigen. Manchmal verwirrt mich der Typ. Wie? Was? Nee, ich habe einen Venedig-Typ angeklickt, dann erinnert er mich an kleine und große Kroken. Aber ich habe doch gar keinen Auftrag bei ihm. Ja. Das ist das gleiche wie bei mir. Ja, egal. Hey, wo sind denn meine Schiffe? Das fährt da. Okay, das fährt da. So, also da kann man Sachen freischalten. Das fährt da. Einfach mal tun. So aus Prinzip. Ach, ist schon da. Was euer Herz begehrt, hier könntet ihr es finden. Das also sind eure Vorlieben. Die Sachen sind hier noch nicht freigeschalten. Gut, das ist. Ja, Falkenstein. Oh, fahren die Cops hier lang. Falkenstein entwickelt sich prächtig. Das ist gut. So, und hier oben die. Schweinezucht und sowas. Jetzt haben die kein Quarz. Die heute steigen? Pelze, naja. Bei die haben wir hier. 2, 4, 6. Wir brauchen mehr Rinder. Ein eigenes Quarz machen. 6. Könnte ich doch das hier als Dings und dann mache ich um Schweine, naja. Mehr Rinder. So. Ach nee, mehr Schweine brauche ich dann in dem Fall. Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern gesichtet. Okay, dann haben wir hier mal
Ich glaube, dir geht's nicht gut, wa, mein Freund? Na, da hatte ich doch eine Route, die war noch nicht besetzt. Wo ist die hier? Na, die braucht mal ein Schiff. Dann kann ich doch die hier nochmal wegreißen. Kann ich daraus Rinderfarmen machen? Müssten wir hier noch einmal ein Schiff bauen. Noch ein Handelsschiff, ein großes. Hey-ho. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen 2, 3, 4. Na gut, haben wir bald. Oh, Halbzeit. Hui. Jetzt müssen wir uns ranhalten. Oder? Ja, ja. Spiel gesichert. Ja, ja. Spiel gesichert. Okay, jetzt fehlt das auch. Jetzt haben wir keine Seile. War seit langem das Beste und was du immer für tolle Ideen hast. Lager leert sich. Schau mal, verkaufe ich die? Verkaufe ich hier irgendwas? Soll ich hier nicht rumliegen? So, da habe ich das, da habe ich das. Okay. Achso. Was haben wir hier noch? Das ist voll. Machen? Leert sich. Oh, das ist schlecht. Dann nehmen wir davon am besten. Nehmen wir ein paar Tonnen Stein mit. So. Stein kann man immer gut verkaufen. Ihr müsst euch eurer Neugier nicht schämen. So, gut. Geschäft ist wollt Geschäft. Jetzt nachschauen. Ah, ja, genau. Genau haben mein Geschmack. Etwa? Oh ja. Seid ihr noch am Leben? Gegen. Genau. Ich verstehe das nicht mit fordern Sie mindestens 3 Aufträge an. Ihr seid der Erfüllung. Euer Ruf eilt euch voraus. Wahrscheinlich muss man da irgendwie 3 Aufträge haben. Werde ich nicht. Sonst tut es fordern Sie mindestens ich 3 Aufträge. Spieler werden ebenfalls. Genau, ich habe von ihm aktuell ja keine Aufträge. Ich auch nicht. Nur den Auftrag, dass ich 3 Aufträge haben soll. 3 weitere, so glaube ich es zu verstehen, die von ihm kommen müssen. Ah. Aber da haben wir nichts. So, 2, 4, 6, 8. Großes Handelsschiff. Können wir jetzt bauen noch eins? Zack. 1, 2, 3. Nein, das war falsch. So, 4. Okay, schauen wir mal, was hier die alle so machen. Der Sultan wäre erfreut, würdet ihr mir diesen Dienst erweisen. Muss das sein? Ja. Ihr müsst euch eurer Neugier nicht schämen. Also für Steine kriegt man ja echt nichts, ne, an Geld. Nö. Nun weiß ich mehr nicht über wirklich. Euch, als mir lieb ist. Wo ist denn mein Schiff? Hier. Lade mal aus. So, okay. Dann bauen wir hier weiter. Tier heute. Ist denn hier eigentlich ziemlich gut, ne? Ja. So. Na dann. 1, 2, 3, 4. Kann das hier weggerissen werden?
Und da können wir neue Straßen hin. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Und dann. Juhu, danke. So, dann haben wir hier 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. Okay, dann machen wir das noch weg. So. Das auch. Und dann bauen wir dafür die. Okay, das ist fertig. Rinderzucht hin. Schauen wir uns jetzt noch einmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, nochmal 2, 4, 6, 8, 10. Okay. 2, 4, 6, 8. Okay, kann man daraus auch 10 machen. Da wird eh genug mitgenommen. Gut, dann haben wir das in Reserve. Zack. Wie schaut's hier oben aus? 1, 2, 3 und 4. Gut, die produzieren. Okay, da haben wir relativ viel. Kein Werkzeug, okay, das ist kein Problem. So ein Ding bauen, falls wir uns das leisten können. Oh ja. So, jetzt habe ich wieder Werkzeuge, ne? Ja, müssten eigentlich da sein, ja. Okay. Was ist denn so, ne? Da. Die Jonas Brothers, Mensch. Wer kennt sie nicht? Könntet ihr mir zur Hand gehen? Ich kann die Grabungsstätte nicht unbeaufsichtigt lassen. Gut. Warum kann ich da nicht auch kein Markthaus mehr? Kein Markthaus in der Nähe, das ist schlecht. Da haben wir Trauben. Keine Fässer. Weit nicht im Baubereich. Ich glaube, es hat. Es ist manchmal knapp, Sachen gerade nicht drinnen sind. So, der hat das. Der kann brav produzieren. Okay, dann haben wir 2, 4, 6, 8, 10. Okay. 2, 4, 6, 8, 10. Was ist hier los? Kein Salz? Wie kein Salz? Warum nicht? Wo sind denn meine Salzbuden? Genau. Dann der Baum. Geht da. So, okay. Geht's denen? Einzige, was hier immer noch ein bisschen problematisch ist, das Brot. Gerade das Brot. Aber wir haben jetzt mehr Getreide. Das heißt, dann könnten wir noch eine Bäckerei bauen. Irgendwo noch Platz für einen Bäcker. Machen wir hier eine Bäckerei. Okay. So, und Mehl. So, was haben die Handelsrouten? Mehl, wie schaut's mit Mehl aus? Mehl haben wir ein bisschen wenig. Dann haben wir hier auch noch eine Mühle bauen. Na, was ist denn hier los? Gut. Beschwerlich ist der Weg hinunter. Eine Straße. Bauen. Okay, dann baue ich dir eine Straße runter. Ist doch kein Ding. Schnell, Schwester. Es ist hier. Der Zauber ist verflogen. Wir sind am Ende unserer Kräfte.
Wir kennen dich. Der alte Baum hat's uns verraten. Nicht wahr, Schwester? Bestimmt. Große Taten wirst du vollbringen. Ja, große Taten. Alles klar, Psychotante. So, was ist hier los? Kein Salz. Genau, Salz wollte ich transportieren. Wo sind meine Schiffe? Warum habe ich kein Salz? Weil ich keine Salzklumpen habe, weil meine Salzsohlen alle sind. Okay, dann brauchen wir den. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Den hier, ne? Genau, und einen schönen Weg dran. Zack. Schwupp, viel Spaß. Okay. Ohne Salz produziere ich kein Fleisch. Das ist klar. Richtig. Komm, dir kann ich auch mal einen Weg dran bauen, dann kannst du auch mitarbeiten. Wie viele Salzdinger haben wir denn hier? Fünf. In jeglicher Hinsicht. Da haben wir eine, zwei, drei. Ach, direkt daneben, Mensch, mein Gott. Dann können wir die doch nicht bauen, weil wir kein Werkzeug haben. Ach je, Mensch, das ist ja auch immer ein Gemache hier. Egal. Ja, so. So machen die nix. Also es wird noch nicht abgeholt. So, wie schaut's hier jetzt aus? Okay, das läuft. Was sagen die Lagerbestände? Mehr als genug. Also wir könnten hier noch so ein Ding bauen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Warum nicht? Keine Ahnung. So, jetzt muss es doch hier wieder laufen, ne? So. Genau. So, das könnte ich hier dran bauen. Ja. Und dann. So. Da haben wir eine Sohle, dann können wir die direkt da machen. Aber jetzt, meine Freunde. Aber jetzt? Ich habe eine Moschee gebaut. Nein. Doch. Oh. Ist ja ein Ding. Mal schauen, was passiert. In der Orientsiedlung eines Mitspielers haben ich habe jetzt Gesandte. Cool. Mal schauen, was die wollen. Wahrscheinlich viel zu viel. Was fehlt ihnen aktuell? Kaffee. Sie wollen Kaffee trinken. Krass. Gut. Die Frage ist, wo haben wir Kaffee? Haben wir hier Kaffee? Nein, da haben wir Rosen. Und da haben wir Zuckerrohr. Schauen wir mal.
So, wie sieht's aus? Sie hätten gerne Kaffee, aber... Ach doch, hier. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Wo? Achso, muss ich aber erst meine Sachen... Das war ein Fehler, Freunde. Das kann ich Ihnen gar nicht liefern, aktuell noch. Weil ich mich da erst einschreiben muss. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Das hat er... Ach, und jetzt wieder verpissen, ne? Das sind die richtigen. Ja. Also ich muss bei ihm erstmal aufsteigen. Bei wem? Beim Großvisier. In seiner Kunst. Ich muss privilegierter werden bei ihm. Mhm. Ich kann ja mal hier ein paar Sachen freischalten. Machen wir. Was gibt es denn hier? Kaffee, Bohnen, Erlen. Achso, was uns, Herr Freund? Tschüss. Okay. Das trägt sich um von selbst, das ist gut. So. Wo ist mein Schiff? Das heißt, ich kann sogar theoretisch schon anfangen, mich mal hier unten ein bisschen um die Nomaden zu kümmern. Mal hier hin. Schauen wir mal, was er so im Angebot hat. Seid ihr noch am Leben? Wirklich? Hm. Ui, oh, das sind das meine teuer. Schiffe. Seid ihr an den Kostbarkeiten des Orients interessiert? Gut. Nee. Kein Platz für arme Seelen. Tja. Ob ich daran interessiert bin? Natürlich. Ein fairer Handel. So, was fehlt euch? Wie? No Brot. Und wir könnten noch mehr Wein produzieren. Ah, ihr kommt. Hä, wieso kann ich den... Ach so, weil ich nur ein Schiff brüchigen habe. Okay. Und die anderen? Ja, das ist alles nicht so einfach. Dieses Schiff ist eines meiner besten. So, ich wollte hier... Okay. Egal, fahren wir da runter. Die Rüstungen sind verbeult. So. Und eines der Aufstiegsrechte. Ja, bei mir könnten sie auch aufsteigen, aber nö, ich lasse das erstmal. Nee, ich habe jetzt so viele Gesandte, dass ich jetzt bei denen auch neue Aufstiegsrechte habe. Ah, okay. Verstehe. Das heißt, wenn die eh so viel wollen, was die gar nicht haben. Mhm. Was gibt's eigentlich hier noch? So, was sind du ja mit 28 Bier nur? Warum hast du so wenig Bier? Genau. Ich brauche nur 30. Noch eine Bierbrauerei also. Das heißt, ich könnte theoretisch hier umbauen noch mehr, ne? Mhm. Wir haben das Lager füllt sich, leert sich. Das heißt, wir müssen da mehr produzieren. Können wir da unten was machen? Hinten kann ich mehr Getreide bauen, okay.
machen wir da noch ein paar Dinger dazu. Genau. Okay. Dann kriegen wir hier wieder mehr produziert. Tja, heute habe ich maximal. Auf meiner Insel ist ein Gewitter aufgezogen. Hm? Oh, ist nicht meine. Egal. Ach, hier ist ein Gewitter. Wobei, das ist vom Grünen. So, warte mal, wie viel habe ich denn hier? 1, 2, 3, 4, 5? Warum mache ich so viele? Na gut, schauen wir mal weiter. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wir waren ja hier jetzt auch noch dran. Das heißt, wir haben einen Überschuss an Fässern. Wir haben sogar einen Traube noch hier. Also wir könnten wahrscheinlich mehr Wein produzieren. Da haben wir hier noch so einen Weinduken. Okay. So, das heißt, wie spät? Es ist 51. Okay. Also, dann haben wir noch ein paar Minütchen. Genau. Das heißt, ich werde hier noch mehr Wein produzieren. Brauchen mehr Wein, Freunde. So, und ich muss mal hier gucken. Ich habe nämlich bei der Seilerei. Ist das nicht so? Auch hier so gehen. Das hier macht 155. Brauche ich eine Produktion für Seile? Doch hier. Wobei wir können es so machen. Dann schauen wir mal. Einmal noch mal hier einen Weg durch, hier einen Weg durch, hier drehen wir. Eine Seilerei habe ich nämlich nicht, okay. Und hier einen Weg durch. Hammersteine, ja. Aber was wir bauen könnten, das wäre ja mal ein dicker Palast. So. Okay. Okay. Also ich brauche Wein. Wein brauche ich. Das heißt, ich muss Werkzeuge rüber. Warte, genau. Kann ja Werkzeuge weg. Haben wir hier nicht mehr. Einlagern. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und komm, Steine. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, kann sogar 60 machen, okay. So, mittlerweile habe ich 226.000. Ich habe 374.000. Manchmal ein bisschen drunter. Aber es rennt. Es läuft. Läuft bei dir. Machen wir hier Holz, dann könnten wir noch ein Schiff machen. Ich würde sagen, es läuft bei dir. So, wird irgendwo zu wenig abgeholt. Können wir auch mal schauen. Most sind die voll, Fisch sind die voll. Häuser sind 3x3, ne? Ja. Dann schauen wir uns mal die Route an. Welche waren das? 4, 5. Die 6. Route, das bringen die rüber, den Fisch. Das hier sein. Most. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die haben 140 Tonnen. Nicht wirklich. Steht. Da holt keiner den
Fisch ab. Oh, der hat da keine Straßenverbindung. Was ist denn das passiert? Achso, keine Steine, okay. Aber Steine können wir abladen. So. Eine Fischerhütte. Das neue Gebäude. Und ein Holzfäller. Oh, ein Kaiserdom. Du kannst schon Kaiserdom bauen? Erster Teil des Monuments, Kaiserdom. Alter Falter. Nicht schlecht. Ach du Scheiße, ist das groß. Das ist ein, echt? Ja, das ist ein Riesending. Andererseits, der Dom alleine, wenn man den richtig platziert, deckt er alleine schon alles ab. Alle Häuser auf der ganzen Insel von mir. Das Problem ist nur, der ideale Platz wäre genau dort, wo jetzt die Kirche steht. Die kann ich aber nicht wegreißen. Ich kann euer Zaudern bei diesem Auftrag verstehen. Ich müsste vorher quasi Kirchen bauen am Rand, die dann wieder alles abdecken und ich in der Mitte dann den Kaiserdom beginnen kann. Das ist. Und für die Kirche brauchen wir. Gut, hätte ja alles eigentlich. Ich hoffe, ihr findet, wonach ihr sucht. Ich schlage ein. Du musst irgendwie irgendwo eine Kirche bauen. Ihre Siedlung wächst und wächst. Adeligen, die ich habe, dass ich immer noch beten gehen kann. Ihr habt ein gutes Händchen bewiesen beim Ausbau eurer Siedlung. Mal hier oben. Ja, oben. Da hätte ich die meisten Adeligen drinnen. Aber da will ich das andere Ding. Und ich. Es ist nicht leicht. Na, stimmt. Das machst du hier. Mal. Und eine oben. Ja. Mach mal. So, da war eine Massenproduktion, war denn so, ne? Ich bin brutal, aber. Bin interessiert. Wir müssen umbauen. Mach ich einmal hier. Da müsste ich quasi irgendwo. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Geht bis an die Grenze hier. Da müsste ich irgendwo da oben auch noch eine bauen. So, das ist Must und das ist Glauben. Alles klar, dann kriegen sie auch noch eine kleine Kapelle. So, genau, das wollte ich ja auch mal schauen. Oh, dann haben wir eine Kapelle. Asche und Quarz. Müssten die ja hier alles denn haben, ne? Ja. Ach ja, genau. Könnte da oben eine Glasschmelze jetzt bauen. Okay. So, wie läuft's denn jetzt hier? Das fühlt sich. Wo setzt man dich hin? Das Gewitter Brot leert hat sich gelegt. Brot leert sich, also brauchen wir mehr Brot. Machen wir die hier? Ja. Das heißt, das Brot muss umgebaut werden. So, dann sollen die mal da ordentlich. Was brauchen wir noch? Pottasche. Wer hätte gedacht, dass wir uns so schnell vorziehen? Eine Erleichterung, nicht wahr? So, haben wir hier irgendwo. Ach, da mal. Alles auf dieser Welt ist käuflich. Wald. Der Handel entblüht. Dann machen wir hier das Ding hin. Achso, ich hab da schon Zugang.
So. Tja, damit kann ich nicht viel anfangen. Also irgendwie der Auftrag, der muss verbuggt sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Welche? Na, mit dem, mit den drei Aufträgen da. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich kriege auch aktuell von ihm keine Aufträge. Mhm. Dadurch kann ich auch jetzt nicht wirklich etwas dazu sagen. Ah, wir spielen 2 Stunden. Ah, Pause. Pause. Bis morgen quasi. Ja, genau. Für uns. Genau. Spiel gesichert. Mhm. Für die Zuschauer eine Woche. Ja, das stimmt. Naja, fast 6 Tage. Ja, so, ja, gut. Passt. Wein habe ich bei mir noch nicht angefangen. Doch, also Wein rennt bei mir, aber noch nicht so viel, wie sie bräuchten. Dafür ist das Brot wieder zu einem Problem geworden. Ja, bei mir ist auch gerade Brot, das sinkt. Ich habe nur 29 Tonnen bei mir drin und da muss ich jetzt ein bisschen nachbauen. Also es wird dann halt morgen geschehen, beziehungsweise für euch nächste Woche Samstag. Aber wir haben was weiter gut gebraucht. Genau. Alles klar. Na dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Genau. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss. Tschüss.